Mit einem Wasserrad lässt sich die Energie eines Wasserlaufs nutzen. Bei der Optimierung der Form der Wasserschaufeln kommt es darauf an, ob das Wasser sehr schnell oder eher langsam strömt und natürlich auf die Wassermenge pro Zeiteinheit. Bei einer Wasserzuführung von oben her drückt das Wasser die Schaufel mit seinem Gewicht nach unten. Man nennt das ein oberschlächtiges Wasserrad. Bei einer Wasserzuführung von unten wird vor allem die Bewegungsenergie des Wassers genutzt. Man nennt das ein unterschlächtiges Wasserrad. Heute baut man keine hölzernen Wasserräder mehr, sondern Wasserturbinen aus hochwertigem Stahl. Aber es ist immer noch höchste Ingenieurskunst, eine optimale Schaufelform zu entwickeln. Für Kraftwerke an träge fließenden Flüssen haben sich Turbinen mit der Form wie bei einem Schiffspropeller bewährt. Man nennt diese nach dem Erfinder Kaplan-Turbine. Bei größeren Strömungsgeschwindigkeiten ist eher eine Francis-Turbine geeignet, weil sich damit die hohe Bewegungsenergie des Wassers gut in eine Drehung umsetzen lässt. Grüß Gott, liebe Zuschauer. Heute beschäftigen wir uns mit dem Aufbau und der Funktionsweise verschiedener Kraftwerke. Neben den im Film gezeigten Kaplan- und Francis-Turbinen werden auch Pelton-Turbinen eingesetzt. Sie sehen ein Beispiel dazu hier bei unserem Modell eines Speicherwasserkraftwerks. Ich blockiere kurz den Generator, damit Sie die Schaufelform sehen. Das Wasser wird bei einem Speichersee über eine Höhendifferenz von 200 Meter bis zu 1000 Meter beschleunigt. Dann spritzt es mit hohem Druck in die Schaufeln und gibt dabei seine kinetische Energie fast vollständig ab. Mit den verschiedenen Turbinenarten steht für jede Art von Wasserkraftwerk eine optimierte Form zur Verfügung. In der Praxis liegen die Wirkungsgrade bei mindestens 80%. Speicherkraftwerke gibt es vor allem in Süddeutschland. Laufwasserkraftwerke gibt es an den großen Flüssen Rhein, Main und Donau. Historische Windmühlen kennen wir von Urlauben in Spanien, den Niederlanden und Norddeutschland. Damit wurde zum Beispiel Mehl gemahlen oder sie wurden zur Entwässerung von Feldern genutzt. Ihr Wirkungsgrad war zwar nicht besonders groß, aber für die damalige Zeit bedeuteten sie die Spitze des Fortschritts. Windmühlen waren eine wunderbare Alternative, wenn keine Flüsse für Wasserräder zur Verfügung standen. Heute sind Windkraftwerke wieder sehr aktuell. Sie sehen jedoch ganz anders aus als ihre Vorläufer. Neuartige Materialien wie Glasfaserverbundkunststoffe und die optimierte Flügelform ermöglichen einen Betrieb schon bei geringen Windstärken. Bei einer Inspektion ist ein Blick in das Innenleben möglich. Dieses Modell hier ist ein eher kleineres Windkraftwerk, aber auch die größeren sind ähnlich aufgebaut. Die Rotorachse ist mit einem Getriebe verbunden und dieses mit einem Generator. Da sich die Rotationsgeschwindigkeit mit der Windgeschwindigkeit dauernd ändert, muss die vom Generator abgegebene Wechselspannung nachträglich in die gewünschte Netzspannung mit einer Frequenz von 50 Hertz gewandelt werden. Wir haben hier im Studio einen Modellversuch zur Windkraft aufgebaut. Daran können Sie sehr deutlich die Problematik erkennen. Es ist nicht so einfach, einen Großteil der Bewegungsenergie der strömenden Luft in Rotationsenergie umzuwandeln. Strömungsspezialisten haben ermittelt, dass diese Anordnung mit drei schmalen Flügeln besonders günstig ist. Die modernen Windkraftwerke werden zur Elektrizitätsversorgung eingesetzt. Sie funktionieren ab Windgeschwindigkeiten von 4 Meter pro Sekunde. Bei zu hohen Windgeschwindigkeiten werden sie abgeschaltet und die Flügel mit der schmalen Seite zum Wind gedreht. Oder sie werden mit eingebauten Bremsen auf sichere Drehzahlen begrenzt. Nachdem unser Modellkraftwerk inzwischen auf Touren gekommen ist, können wir auch hier Elektrizität feststellen.
Auf dieser Europakarte ist die Verteilung der mittleren Windstärke in einer Höhe von 10 Meter über der Oberfläche dargestellt. Diese Karte ist von entscheidender Bedeutung für den weiteren Ausbau von Windkraftwerken. Die dunkle Farbe steht für eine Windgeschwindigkeit größer 4 Meter pro Sekunde. Damit wird sehr deutlich, wo sich Windkraftwerke am ehesten rentieren. An der Küste und in den Höhenlagen der Gebirge. So wie bei Windkraftwerken wird bei den meisten Kraftwerken vor allem elektrische Energie für die Kunden bereitgestellt. Wir sehen uns jetzt die Generatoren genauer an. Sie werden benötigt, um die Bewegungsenergie von Turbinen in elektrische Energie umzuwandeln. Dieses Experiment hier zeigt noch keinen brauchbaren Generator. Aber dafür wird hier das Prinzip sehr einfach erläutert. Vor der Öffnung einer Spule lasse ich einen Dauermagneten rotieren. Deshalb wechselt das Magnetfeld im Inneren der Spule immerfort seine Richtung. Nach den Gesetzen der elektrischen Induktion entsteht an den Enden der Spule eine elektrische Spannung. Die Spule ist mit einem Messgerät verbunden. Es handelt sich offensichtlich um eine Wechselspannung, weil das Vorzeichen periodisch wechselt. Diese Spannung bewirkt einen elektrischen Strom, wenn die Spule in einen Stromkreis eingefügt ist. Die Frequenz der elektrischen Wechselspannung stimmt mit der von der Rotation des Magnetfeldes überein. Für unser Haushaltsnetz sollten es 50 Umdrehungen pro Sekunde sein, also 50 Hertz. Hier bei diesem Modellexperiment sind wir etwas langsamer, damit Sie die Bewegung gut erkennen können. Merken Sie sich also, wenn sich das Magnetfeld in einer sogenannten Induktionsspule periodisch verändert, dann wird die Spule zu einem Wechselstromgenerator. Mit dem nächsten Experiment zeige ich Ihnen ein realistischeres Modell für die Generatoren in Kraftwerken. Der rotierende Dauermagnet wurde durch einen rotierenden Elektromagneten ersetzt. Er wird von außen mit elektrischem Strom versorgt. Das ist natürlich nur ein sehr kleiner Teil des vom Kraftwerk bereitgestellten Stroms. Um den Rotor herum sind drei voneinander unabhängige Induktionsspulen angeordnet, jeweils um 120 Grad versetzt. Für einen maximalen Wirkungsgrad sind der rotierende Elektromagnet und die drei Induktionsspulen mit angepassten Eisenkernen versehen. Damit wird die magnetische Wirkung verstärkt und vollständig durch die Spulen geleitet. Diesmal haben wir die Induktionsspulen nicht an ein Messgerät, sondern an einen Computer angeschlossen, der hier drei Zeigerinstrumente simuliert. Mit einer Handkurbel setze ich den Rotor in Bewegung. Diese Kurbel steht für die Turbine in einem Kraftwerk. Damit wird Rotationsenergie bereitgestellt, um diese im Generator in elektrische Energie zu wandeln. Die Spannungen an den drei Spulen werden auch mit dem Computer aufgezeichnet. Es soll Sie nicht stören, dass die Kurvenformen nur annäherungsweise eine Sinuskurve darstellt. Dieser Modellgenerator ist in dieser Hinsicht noch nicht optimal geformt. Die drei Einzelkurven sind gegeneinander um jeweils eine Drittelperiode versetzt. Dies ist ganz einfach mit der Anordnung der Induktionsspulen im Kreis zu erklären. Diese dreifache Spannung jeweils um 120 Grad voneinander versetzt, stellt den sogenannten Drehstrom dar, den Sie vielleicht von einer Werkstätte kennen. Eine Drehstrommaschine wird mit 5 Leitungen angeschlossen. Eine davon ist der übliche Schutzkontakt, kurz Schuko-Kontakt genannt. Eine zweite Leitung ist der gemeinsame Nullleiter. Die restlichen drei gehören zu den drei versetzten Wechselspannungen mit je 230 Volt. Gemeinsam liefern sie die dreifache Leistung. Da sich die elektrische Leistung aus dem Produkt aus Spannung mal Strom errechnet, ergibt sich für die errechnete Spannung nicht der dreifache Einzelwert, sondern nur der 1,7-fache Wert. 1,7 ist die Wurzel aus 3. Damit errechnet sich eine gemeinsame Spannung von knapp 400 Volt. In einem Kraftwerk ist die Turbine über eine feste Achse mit dem Generator verbunden. Für die in Europa übliche Wechselstromfrequenz von 50 Hertz muss ein Generator mit nur einem Satz von Induktionsspulen 50 Mal pro Sekunde rotieren. Das ergibt eine Drehzahl von 50 mal 60 gleich 3000 Umdrehungen pro Minute, die möglichst konstant zu halten ist. Solch hohe Turbinendrehzahlen werden meist nur mit den Dampfturbinen in Wärmekraftwerken erreicht.
Bei Wasserkraftwerken liegt die Drehzahl niedriger. Deshalb werden hier Generatoren mit mehreren Sätzen von Induktionsspulen verwendet, sogenannte Mehrpol-Generatoren. Der rotierende Elektromagnet liefert das wechselnde Magnetfeld für die außenliegenden Induktionsspulen. Die elektrische Energie beim Kraftwerk muss nun zu den Kunden verteilt werden. Dies geschieht mit Hochspannungsleitungen, die selbst über europäische Verbundstrecken von 1000 Kilometer und mehr einen hohen Wirkungsgrad bieten. Hier liegt der wesentliche Vorteil der elektrischen Energie und deshalb ist sie bei unserer Energieversorgung so dominant. Eine Wechselspannung lässt sich mit einem sogenannten Transformator oder kurz Trafo sehr einfach erhöhen oder vermindern. Ein Trafo besteht aus zwei Spulen, die über ein gemeinsames Eisenjoch verbunden sind. Beachten Sie, dass die beiden Stromkreise elektrisch überhaupt nicht miteinander verbunden sind. Alle Windungen sind untereinander und gegen das Eisenjoch isoliert. Zur Funktionsweise eines Trafos. Ein Wechselstrom in der ersten Spule führt zu einem wechselnden Magnetfeld in der zweiten Spule. Deshalb wird dort eine Wechselspannung mit gleicher Frequenz induziert. Ihre Spannung hängt jedoch vom Windungsverhältnis der beiden Spulen ab. Je nach Reihenfolge wird die Spannung hoch oder herabtransformiert. In diesem Experiment beträgt das Windungsverhältnis 500 zu 23.000. Das ist ein Faktor 46. Deshalb ist die induzierte Wechselspannung 46 mal 230 Volt gleich 11 Kilovolt. Das ist schon sehr gefährlich. Bei den üblichen Hochspannungsstrecken sind 11 Kilovolt die kleinste Stufe, die nur für Strecken von wenigen Kilometern verwendet wird. Für größere Strecken werden Hochspannungen von 110 Kilovolt, 220 Kilovolt und sogar 380 Kilovolt verwendet. Dabei ist Isolation das größte Problem. Große Abstände zwischen den Leitungen sind die einfachste Lösung. Zur Isolation gegen die Hochspannungsmasten werden lange Porzellanisolatoren eingebaut. Auch bei den Umspannstationen ist der große Platzbedarf augenfällig. Dabei benötigen diesen gar nicht die Transformatoren, sondern die riesigen Hochspannungsschalter, mit denen die Strecken für eine Wartung vom übrigen Netz getrennt werden können. Klären wir nun, warum der Energietransport mit Hochspannung Verluste verringert. Die Leitungen über hunderte von Kilometern haben einen beträchtlichen Widerstand, der im Schaltplan mit R bezeichnet ist. Der Trick ist nun folgender. Bei gegebenem Widerstand lassen sich Wärmeverluste sehr stark vermindern, wenn die Stromstärke abgesenkt wird. Zum Ausgleich muss die Spannung entsprechend groß sein, damit insgesamt die gewünschte Leistung übertragen wird. Das Übersetzungsverhältnis der Spannungen und der Ströme kann durch das Verhältnis der Windungszahlen an einem Trafo frei gewählt werden. Die Spannungen verhalten sich genau wie die Windungszahlen, die Ströme dagegen umgekehrt wie die Windungszahlen. Bei diesem Experiment stellen Sie sich hier das Elektrizitätskraftwerk vor. Auf der anderen Seite befindet sich der Kunde. Eine möglicherweise sehr große Übertragungsstrecke wird durch zwei eingelötete große Widerstände von je 2000 Ohm dargestellt. Zunächst probieren wir eine Energieübertragung ohne Hochspannungsstrecke. Wir schalten ein. Ein Kunde in der Nähe des Kraftwerks hat ausreichend Energie bekommen. Aber der weit entfernte Kunde geht leer aus, weil die Leistung in den Verbindungskabeln nur Verlustwärme bewirkt. So geht es offensichtlich nicht. Wir schalten wieder aus. Nun verwende ich eine Hochspannung von 11 Kilovolt, indem ich Trafos einfüge. Der erste Trafo soll hochtransformieren, der zweite Trafo auf der anderen Seite wieder herabtransformieren. Ich probiere die verbesserte Übertragungsstrecke aus und schalte hier am Trafo ein. Es ist fast kein Unterschied zwischen den weit entfernten Kunden zu entdecken. Das zeigt, dass die Verluste minimal sind. Ein Problem bleibt. Elektrische Energie ist nicht speicherbar. Eine Änderung der Verbrauchsauslastung muss kurzfristig aufgefangen werden. Deshalb werden immer einige Kraftwerke in Reserve gehalten für die sogenannte Spitzenlast, die nur für wenige Stunden des Tages benötigt wird.
Der Hauptanteil unserer Energieversorgung wird nicht durch Wasser- und Windkraftwerke, sondern durch Wärmekraftwerke abgedeckt, die chemische Energie fossiler Brennstoffe wie Kohle, Erdöl oder Gas nützen. Mit einem einfachen Modellversuch wird das Prinzip deutlich. Der Brennstoff liefert Wärme, mit der Wasser stark erhitzt wird, das dabei verdampft. Die Energie des Wasserdampfs wird über eine Turbine in Rotationsenergie gewandelt. Eine Dampfturbine in einem Kraftwerk ist natürlich wesentlich aufwendiger gestaltet als dieses einfache Flügelrad. Schließlich geht es darum, einen möglichst hohen Wirkungsgrad zu erzielen. An die Dampfturbine wird mit gemeinsamer Achse ein Generator angeschlossen, der die mechanische Energie in elektrische wandelt. So sieht eine Dampfturbine in Wirklichkeit aus. Der Wasserdampf wird auf eine hochkomplizierte Anordnung mit Flügeln in verschiedenen Größen geleitet. Wir besichtigen nun ein Kohlekraftwerk als typischen Vertreter eines Wärmekraftwerks. Andere Wärmekraftwerke wie Öl- oder Gaskraftwerke funktionieren ganz analog. Ein Kraftwerk erkennt man sofort an den riesigen Vorratsbergen. Die Kohle wird mit langen Fließbändern in den Brennraum geleitet und dort zuerst klein gemahlen. Wir befinden uns hier im Informationszentrum des Steinkohlekraftwerks Zolling. Hier an diesem Modell können Sie sehr schön seinen Aufbau erkennen. Im Zentrum des Kraftwerks befindet sich der Kessel. Im Brennraum wird sehr viel Wärme freigesetzt. Mit dieser Kesselwärme wird Wasserdampf in langen Rohrschlangen erhitzt. Am Ende hat sich der Wasserdampf auf eine Temperatur von über 500 Grad Celsius bei 250-fachem Luftdruck erwärmt. In Hochdruckleitungen kommt der energiereiche Wasserdampf zur Dampfturbine. Hier in der Dampfturbine verliert der Wasserdampf mit der Wandlung von Wärme in mechanische Energie an Druck und an Temperatur. An die Achse der Dampfturbine ist ein Generator angeschlossen. Deshalb ist es so wichtig, dass die Drehzahl konstant bleibt. Die Generatorspannung ist noch nicht groß genug für Überlandleitungen. Deshalb wird sie mit einem Transformator auf 220 kV erhöht. So fließt die elektrische Energie ins Versorgungsnetz. Für die Belange des Umweltschutzes sind zwei Themen vordringlich: die Abgase und die Abwärme. Früher wurde die Abwärme einfach in Flüsse geleitet. Heute verwendet man dazu einen Kühlturm. Damit gelangt die Abwärme direkt an die Umgebungsluft. Zum anderen werden die Abgase aufwendig gereinigt. Schon die Größe der dafür nötigen Anlagen zeigt den Aufwand. Mit Katalysatoren werden giftige Stickoxide beseitigt. Mit elektrischen Hochspannungsfiltern Stäube und Ruß entfernt. Am Schluss wird noch der Schwefel ausgewaschen. Aus dem Schornstein entweicht fast nur Kohlendioxid und Wasserdampf. Alle Wärmekraftwerke beruhen zwar auf dem gleichen Prinzip wie ein Kohlekraftwerk, aber in technischer Hinsicht gibt es doch erhebliche Unterschiede. Bei einem Gaskraftwerk zum Beispiel wird nicht einfach der Brenner mit Gas statt mit Kohle betrieben. Der Aufbau eines Gaskraftwerks entspricht eher einem Triebwerk eines Düsenflugzeugs. Die kompakte Bauweise einer Gasturbine vermeidet Verluste in langen Rohrleitungen. Außerdem kann so die Betriebstemperatur viel höher liegen als bei einem konventionellen Kraftwerk. Gaskraftwerke zeichnen sich deshalb durch einen besonders guten Wirkungsgrad aus. Sie sind jedoch in der Anschaffung sehr teuer. Die Nutzung der Kernkraft nimmt weltweit einen bedeutenden Anteil in der Energieversorgung ein. Auch in Deutschland werden die vorhandenen Kernenergiekraftwerke noch mit langen Restlaufzeiten betrieben werden dürfen. Der wesentliche Prozess in einem Kernkraftwerk ist die Spaltung von Uran-235 durch Neutronenbeschuss. Wenn ein zusätzliches Neutron eindringt, kommt es zuerst zu Volumenschwingungen, es bildet sich eine Einschnürung und dann spaltet sich das Uran-235 in zwei kleinere Kerne. Dabei werden 2 bis 3 Neutronen freigesetzt, die weitere Uran-235-Kerne spalten können.
Das Uran-235 befindet sich mit einem Anteil von etwa 5% in sogenannten Uranbrennstäben. Noch unbenutzte Brennstäbe sind zunächst relativ ungefährlich, weil die Neutronen einzelner spontaner Zerfälle zu schnell sind, um viele weitere Uran-235-Kerne zu spalten. Die Brennstäbe sind im Kernreaktor in Wasser eingetaucht, das die zu schnellen Neutronen abbremst. Man spricht von Moderation. Nun stehen viele langsame Neutronen für weitere Kernspaltungen zur Verfügung. Zwischen den Brennstäben des Kernreaktors werden Steuerstäbe eingefahren, die Neutronen absorbieren. Je nach Bedarf werden sie herausgezogen oder hineingeschoben. Damit wird die Anzahl der wirksamen Neutronen so verändert, dass die Reaktionsrate konstant bleibt. Für eine ungeregelte Kettenreaktion gibt es ein sehr schönes Modellexperiment. Die gespannten Mausefallen repräsentieren die instabilen Uran-235-Kerne. Darauf liegen jeweils zwei Bälle, die für zwei Neutronen stehen, die bei einer Reaktion freigesetzt werden. Sie können sich vermutlich schon gut vorstellen, was passiert, wenn die erste Reaktion ausgelöst wird. Sie bekommen dabei auch einen Eindruck von freigesetzter Energie. Die Kettenreaktion wird gestartet, indem ein zusätzlicher Ball hineingeworfen wird. Die Szene noch einmal in Zeitlupe. In einer sehr kleinen Menge an Uran-235 steckt eine sehr große Energie. Im Gegensatz zu einer Verbrennung von Kohle oder Öl findet jedoch keine chemische Reaktion statt, sondern eine Kernreaktion. Was passiert, wenn ein Neutron einen Urankern mit 235 Protonen und Neutronen spaltet? Sehr häufig entsteht dabei ein Bariumkern mit 144 Kernteilchen und ein Kryptonkern mit 89 Kernteilchen. Dabei werden drei Neutronen freigesetzt. Protonen und Neutronen haben ungefähr die gleiche Masse. Ein Urankern hat 92 Protonen, Krypton und Barium zusammen auch. Auch bei den Neutronen gehen die Summen auf, wenn wir die freien Neutronen nicht vergessen. Aber dennoch stimmt etwas noch nicht. Nach der Spaltung sind die Reaktionsprodukte etwas leichter. Es ist kein einziges Kernteilchen verloren gegangen, aber in der Summe fehlt etwa ein Fünftel der Masse eines Kernteilchens. Nach der berühmten Formel von Einstein lässt sich die fehlende Masse in Energie umrechnen. Dieser sogenannte Massendefekt ist der Hintergrund dafür, warum bei einer Kernspaltung Energie freigesetzt wird. Anschaulich heißt das, dass die Protonen und Neutronen in den leichteren Kernen Barium und Krypton etwas stärker gebunden sind als im weniger stabilen Uran-235. Die neueren Kernkraftwerke erkennt man am charakteristischen Kuppelbau des Reaktorgebäudes. Im Trick wird das Reaktorgebäude eines Druckwasserreaktors im Querschnitt gezeigt. Die Uranbrennstäbe befinden sich in einem Reaktordruckbehälter mit 25 cm dicken Wänden. Dort wird die Spaltenergie an vorbeiströmendes Wasser abgegeben. Diese Wärme wird dann in einem Wärmetauscher, der sich noch in diesem Sicherheitsbereich befindet, an einen zweiten Wasserkreislauf weitergegeben, sodass kein radioaktiv belastetes Wasser den Sicherheitsbereich verlässt. Der Sicherheitsbehälter besteht aus einer Stahlkugel, die sicherstellt, dass auch bei einem unerwarteten Rohrbruch aufgrund eines Materialfehlers keine Radioaktivität entweichen kann. Um den kugelförmigen Sicherheitsbehälter aus Stahl ist eine weitere Sicherheitskugel aus Stahlbeton gegossen, die als Schutz vor äußeren Einwirkungen vorgesehen ist. Sie soll sogar einem Flugzeugabsturz standhalten. Die Energie der Sonne, die von der Erde jede Sekunde aufgenommen wird, ist um ein Vielfaches höher als der weltweite Energieverbrauch. Es liegt deshalb nahe, diese kostengünstige und unerschöpfliche Energiequelle weit mehr zu nutzen als bisher üblich. Dabei sind einige Probleme zu überwinden. Die geringe Leistungsdichte.
Bei Sonnenschein strahlt die Sonne eine Leistung von 1 Kilowatt pro Quadratmeter ein. Ein Kraftwerk der üblichen Größenordnung von 1 Gigawatt würde eine Fläche von 1 Kilometer mal 1 Kilometer benötigen. Sonnenenergie muss in speicherfähige Form gewandelt werden. Dies könnte zum Beispiel mit der Erzeugung von energiereichem Wasserstoff geschehen. Die Wasserstofftechnologie würde außerdem eine Lösung für das Transportproblem anbieten. Je nach Tages- und Wetterverhältnissen schwankt die Leistung eines Sonnenkraftwerks zwischen dem maximalen Wert und Null. Deshalb können Sonnenkraftwerke nur zur Ergänzung des Energiebedarfs genutzt werden. Die Nutzung der Sonnenenergie lässt sich in 2 Gruppen gliedern. Einmal wird primär die Sonnenwärme genutzt, zum anderen wird Sonnenlicht direkt in elektrische Energie umgewandelt. In Solarkollektoren wird Wasser, das mit einem Gefrierschutz versetzt ist, in Rohren durch die Sonneneinstrahlung erwärmt. Die Rohre sind schwarz gefärbt, damit sie die Wärme besonders gut absorbieren. Die Glasabdeckungen darüber bewirken einen ähnlich verstärkenden Effekt wie bei einem Treibhaus. Mit Sonnenwärme kann man auch ein größeres Kraftwerk betreiben. Dies zeigt die europäische Versuchsanlage Aurelius auf Sizilien. 180 bewegliche Hohlspiegel bündeln Sonnenlicht zu einem Dampfgenerator auf einem 55 Meter hohen Turm. In den schwarz gefärbten Edelstahlrohren entsteht Wasserdampf mit einer Temperatur von 500 Grad Celsius. Damit wird eine Dampfturbine angetrieben und diese wiederum ist mit einem 1000 Kilowatt Generator verbunden. Zur direkten Gewinnung von elektrischer Energie aus Sonnenlicht ist das Halbleitermaterial Silizium unerlässlich. Aus der Schmelze werden höchstreine Siliziumstangen gezogen, daraus dünne Scheiben geschnitten, elektrisch veredelt und mit Aluminiumkontakten versehen. Viele der einzelnen Solarzellen werden in Platten zusammengefasst, den sogenannten Solarmodulen. Auf der Rückseite der Solarmodule befinden sich die elektrischen Anschlüsse. Da es sich dabei um Gleichstrom handelt, muss vor der Einspeisung ins Haushaltsnetz ein sogenannter Wechselrichter dazwischen geschaltet werden, der aus dem Gleichstrom einen Wechselstrom mit passender Spannung und Frequenz formt. Zum Abschluss der Sendung will ich Ihnen ein einfaches Beispiel zeigen, um die Sonnenenergie für den Alltag zu nutzen. Dieser Solarofen ist aus einem sehr preiswerten und einfachen Bausatz zusammengeschraubt. Aber seine Heizleistung entspricht doch der einer modernen Herdplatte, je nach Sonneneinstrahlung bis zu 1000 Watt. Die Spiegelflächen bestehen aus poliertem Edelstahl. Sie sind also sehr robust. Insgesamt beträgt die Fläche gut 1 Quadratmeter. Die Licht- und Wärmestrahlung wird in einem Brennfleck in der Mitte gebündelt. Der schwarze Topf absorbiert einen Großteil davon. Bei einer optimalen Leistung des Sonnenlichts von 1000 Watt pro Quadratmeter ergibt sich eine Leistung von maximal 1000 Watt. Wir haben hier Reis gekocht. Sonnenöfen wie dieser können helfen, dass in sonnenreichen Gebieten weniger Brennholz für die Zubereitung von Speisen benötigt wird. Schließlich sind dort Sträucher und Bäume besonders wichtig, um Schatten zu spenden und Wasser zu speichern. Liebe Zuschauer, in der nächsten Sendung werden wir uns mit der Optimierung von Energiesystemen beschäftigen. Ich würde mich freuen, wenn ich Sie bei der Fortsetzung des heutigen Themas begrüßen darf. Bis dahin, auf Wiedersehen.